Ein Helikopter jagt Elefanten. Es sind zu viele hier in Sango, Simbabwe. Sie zerstören die Vegetation. Die Elefanten müssen reduziert werden. Ich bin seit vielen, vielen Jahren überzeugter Naturschützer. Und das, was wir hier in Sango geschaffen haben, wird finanziert zu einem erheblichen Teil aus dem Einkommen der nachhaltigen Jagd. Das heißt Trophäenjagd. Muss das sein? Ginge es auch anders? Wenn wir hier in unserem Gebiet das Mittel der Jagd einsetzen müssen, um die Tiere zu retten, dann haben wir versagt. Doch der Schutz der Tiere vor Wilderern ist teuer. Wie lässt sich das finanzieren, dort wo Tourismus nicht funktioniert? Kann die Trophäenjagd helfen, Tiere zu schützen? Und wohin mit den gefräßigen Giganten? Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt. Die Elefanten ziehen um. Was muss passieren, damit sie langfristig sicher leben können? Sango ist ein privates Wildreservat in Simbabwe. Es liegt im Südosten des Landes und erstreckt sich über eine Fläche von 600 Quadratkilometern. Eigentümer ist Wilfried Papst, ein deutscher Kaufmann. Er hat sich hier ein kleines Paradies geschaffen, mitten im wilden Afrika. Papsts Leidenschaft für Wildtiere begann 1965 auf einer Fotosafari. Fasziniert von Elefanten. Wenn man die betrachtet, wenn man sieht, wie die Familien miteinander funktionieren, wie die miteinander spielen, da ist fast etwas Menschliches drin. Wir waren gestern unterwegs und haben uns die wilden Hunde angeguckt. Wie ein Kindergarten zu Hause, oder? Ist das irgendwie anders? Da ist eine Nähe, da ist eine Wertschätzung, da ist eine Liebe, wenn man so will, zu diesen Spezien. 1993 kauft Papst Sango. Es liegt im Save Valley Conservancy, einem Naturschutzgebiet größer als das Saarland. Damals gab es hier nur bankrotte Rinderfarmen. Giraffen, Elefanten, Nashörner und Löwen gab es nicht. Papst und seine Nachbarn siedelten die ersten knapp 600 Elefanten und andere Arten neu an. Der Betrieb von Sango kostet Papst nach eigenen Angaben im Jahr rund 1 Million Euro. Etwa 60% davon werden durch die sogenannte nachhaltige Nutzung finanziert, das heißt Trophäenjagd. Großwildjäger reisen an und schießen ein Tier, um sich den Kopf samt Hörnern oder Stoßzähnen an die Wand zu hängen. Papst wurde wegen der Trophäenjagd auf seinem Land bereits angefeindet. Aber zu Recht. Ja, der Mythos ist, dass die Jagd bei uns die ganze Tierwelt zerstört. Die Jagd nimmt ganz wenige Tiere raus. Wenn wir zum Beispiel 100 Leoparden haben und wir schießen davon im Jahr vielleicht 4. Wir haben aber eine Nachwuchsrate, die sich sicherlich irgendwo bei 10 bewegt. Dann ist das nach wie vor nachhaltig. Da wird also keine Leopardenbevölkerung irgendwo vernichtet. Während der Dreharbeiten findet eine Leoparden- und Löwenjagd statt. Gefilmt werden darf sie nicht. Zu groß ist die Angst vor der Wirkung der Bilder.
Die Jagd erfolgt bei Papst nach festen ethischen Regeln. So ist es zum Beispiel tabu, ein Tier am Wasserloch zu schießen. In der Regel werden einzelne, meist ältere Tiere geschossen, die ihre Gene bereits weitergegeben haben. Bei Löwen kann es aber auch schon mal den Rudelführer treffen. Die Konsequenzen sind einkalkuliert, sagt Papst. Bei einer Löwenjagd haben wir das Problem, was wir teilweise auch wollen, dass der nachwachsende männliche Löwe die Nachkommen seines Vorgängers frisst. So simpel ist das. Das wollen wir bei uns, weil wir ansonsten unsere Überzahl an Löwen nicht in den Griff kriegen. Das wird aber in jedem Falle bei jeder Jagd, bei jedem, was wir uns vorstellen, abschießen zu wollen, immer auch die Folgeschäden werden dabei berücksichtigt. Ganz entscheidend für die nachhaltige Jagd sind zuverlässige Zahlen. Nur wer weiß, wie viele Tiere da sind, kann entscheiden, wie viele geschossen werden dürfen, ohne die Population zu gefährden. In Sango wird jedes Jahr gezählt, am Boden und aus der Luft. Derzeit läuft eine spezielle Leopardenzählung. Dafür hat Ökologe Alexander Cooper knapp 140 Köder aufgestellt. Wie man sieht, haben wir hier am Baum einen Köder befestigt. Ein Baumstamm führt nach oben. Das zwingt die Raubkatze, den Stamm hochzulaufen. Die Kamera ist an der Seite, sodass von jedem Tier die rechte Seite fotografiert wird. Das Fell hat ein einzigartiges Muster. So können wir jedes Individuum identifizieren. Der Ökologe berät Papst, wenn es darum geht, von welcher Art genug oder auch zu viele Tiere da sind. Das Konzept? Einzelne Tiere schießen, um die übrigen zu schützen. Die Einnahmen aus der Trophäenjagd fließen in den Betrieb von Sango. Sie decken laut Papst in etwa die gesamten Löhne und Gehälter der Mitarbeiter. Die meisten von ihnen leben in den Dörfern rund um Sango und ernähren mit ihrem Einkommen ganze Familien. Naja, die Communities sind zunächst einmal damit eingebunden, weil wir 135 Menschen bei uns angestellt haben, die dann wiederum mit einem Faktor von 10 insgesamt wohl um die 1300 Menschen ernähren. Daraus ergibt sich, dass wir gute Beziehungen zu der Bevölkerung um uns herum haben, weil wir nicht nur Gehälter zahlen, sondern auch Fleisch zur Verfügung stellen. Auch das Fleisch der Tiere, die als Trophäen geschossen werden, wird an die Mitarbeiter verteilt. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter sind Ranger. Papst beschäftigt allein 44 Mann, die die Tiere vor Wilderern schützen. Hinzu kommt eine Elite-Truppe, die von Papst unterstützt wird. Diese Ranger schützen nicht nur die Tiere in Sango, sondern im gesamten Save Valley Naturschutzgebiet. Sie sind auf bedrohte Arten wie Nashörner spezialisiert. Bryce Clemens leitet das Team. Er und seine Leute sind sozusagen die Bodyguards der Nashörner. Every day. Jeden Tag, auf unseren Patrouillen, spüren wir die Nashörner auf und prüfen, ob alles okay ist. Wir suchen nach menschlichen Spuren. Wenn wir welche finden, dann verfolgen wir sie und nehmen die Wilderer fest. Ohne schwere Waffen geht es nicht. Hier draußen herrscht Krieg, sagen die Ranger. Manchmal kann es zu einem Schusswechsel kommen. Eine regelrechte Schlacht, das hatten wir schon. Es kann sehr heftig werden. Auf uns wurde geschossen. Wir haben Wilderer erschossen. Wir haben viele verhaftet. Wir haben Menschen verletzt. Es ist ein regelrechter Krieg da draußen. Clemens und seine Ranger riskieren jeden Tag ihr Leben, um die Tiere vor Wilderern zu schützen. Die Trophäenjäger, die herkommen, um ein Tier zu schießen, nur um sich den Kopf an die Wand zu hängen, verachtet er. Sie töten aus dem falschen Grund, sagt Clemens. Er lehnt die Trophäenjagd ab.
Auch weil oft eben nicht ethisch gejagt werde. Einige Gebiete wurden in der Vergangenheit weitgehend zerstört, Gebiete in anderen Teilen des Landes, sie wurden überjagt. In Gebieten, wo nicht ethisch gejagt wird, halten sich die Jäger nicht an die Quote, sie schießen mehr, als sie dürfen. Und sie suchen sich immer die größten Trophäen raus. Das Resultat ist, dass die Wildtierbestände nach unten gehen. Und dennoch, obwohl Bryce Clemens die Trophäenjagd als solche ablehnt, erkennt er an, dass die Einnahmen daraus dem Schutz der Tiere dienen können. Wenn verantwortungsvoll und ethisch gejagt wird, so wie hier in Sango. In Sango ist es sehr ethisch. Es ist einer der Orte, wo ich weiß, dass es richtig gemanagt wird. Sie arbeiten mit anständigen ökologischen Methoden. Sie studieren die Populationen und machen es nachhaltig. Sie schießen auch nicht immer nur die großen Trophäen. All ihre Methoden sind ethisch hier in Sango und sie sind sehr auf Naturschutz bedacht. Unter Bedingungen wie in Sango unterstützt sogar die Tierschutzorganisation WWF die Trophäenjagd. Selbst dann, wenn es um bedrohte Tierarten geht. Der Manager für die Politik der Organisation spricht aus, was viele Tierschützer nicht hören wollen. Wir erkennen an, dass die Trophäenjagd unter bestimmten limitierten Bedingungen Teil des Naturschutzes sein kann. Ein Element davon. Aber meistens ist sie nicht nachhaltig. Es gibt viele Probleme, die damit verbunden sind. Das heißt aber nicht, dass wir ganz und gar dagegen sind. Wir erkennen an, dass es Orte gibt, wo sie sich als nützliches Mittel des Naturschutzes erwiesen hat. Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel. Trophäen für den Tierschutz? Das fühlt sich für viele falsch an. Aber was wäre die Alternative hier in Sango? Simbabwe steckt in einer schweren Krise. Derzeit gibt es meistens nicht einmal Strom. Kann Fototourismus da funktionieren? Leider ist es sehr schwer, Touristen hierher zu bekommen. Wir müssen uns überlegen, wir fliegen in die Hauptstadt Harare von außen herein. Dann braucht es eine Autofahrt von ungefähr 6 Stunden, um hier in den tiefsten Busch zu kommen. Dann gibt es die Frage, gibt es Benzin? Meistens nicht. Gibt es Bargeld? Man muss ja unterwegs auch was kaufen können. Auch das gibt es meistens nicht. Und es ist schon sehr, sehr schwer, in diese weit entfernte Wildnis, traumhaftes Afrika, auch tatsächlich als Tourist zu gelangen. Unter Papst hat sich Sango von einer heruntergewirtschafteten Rinderfarm zu einem Wildlife-Paradies entwickelt. Die Zahlen fast aller Spezien steigen, vor allem die der Elefanten. Aus den ersten 600 sind mehr als 2000 geworden. Das führt zu Konflikten mit den Nachbarn. In den Dörfern rund um das Save Valley Naturschutzgebiet leben tausende Menschen. Und es werden immer mehr. Aaron Manondo bewirtschaftet 2 Hektar Land direkt neben Sango. Viel erntet er nicht. Die Elefanten kommen von Sango. Sie kommen auf unsere Felder und fressen und zerstören die Pflanzen. Es ist jedes Jahr dasselbe. Mit den Löwen ist es das Gleiche. Sie kommen und töten unser Vieh. Es gibt zwar einen Zaun um das Wildreservat, allerdings werden regelmäßig Teile davon geklaut. So kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Mensch und Tier. Manondo hat eine Hütte auf sein Feld gebaut, um die Ernte zu schützen. Wir kommen abends hierher für die Nacht, um die Tiere zu verscheuchen, um unser Getreide zu schützen. Aber wir können nur wenig dagegen tun. Wir benutzen Taschenlampen und Trommeln. Wir rufen laut, go, go, go. Aber sie gehen nicht wirklich weg.
Sie laufen in der Nähe herum. Und wenn sie richtig hungrig sind, dann kommen sie so oder so. Dann laufen wir weg. If you eat hungry too much, it will come. And that's for just running away. Doch die Elefanten zerstören nicht nur die Felder der angrenzenden Farmer, sie zerstören auch ihren eigenen Lebensraum. Wie man sieht, hat ein großer Elefant, 4, 5, 6, 7 Tonnen schwer, den Baum hier umgekippt. Er ist einfach abgebrochen. Das ist an sich nicht das große Problem, weil er sich jetzt von der Krone ernähren kann. Und vor allen Dingen auch kleine Antilopen, Laubfresser, leben davon. Das ist sehr vernünftig. Das Problem ist, der Baum ist damit gestorben. Wir haben inzwischen ein Drittel unseres Waldes dieser Art verloren. Und das zerstört die Nahrungskette nicht nur für die Elefanten, sondern auch für die anderen Laubfresser. Das Ausmaß der Schäden ist immens. Die Elefanten machen selbst vor den riesigen Affenbrotbäumen nicht Halt. Allgemein gilt 0,4 Elefanten pro Quadratkilometer als akzeptabel, damit sich die Vegetation erholen kann. Papst hat erheblich mehr Elefanten. Er muss sie reduzieren, sonst zerstören sie ihre eigene Lebensgrundlage. Papst bekommt die Genehmigung, 100 Elefanten zu keulen. Ganze Familien sollen abgeschlachtet werden. Kann es eine Rettung geben? Im Norden Simbabwes liegt Rifa. 800 Quadratkilometer Land direkt am Sambesi-Fluss. Der Nürnberger Geschäftsmann Ralf Koswara hat es gepachtet. Er ist Tierschützer aus Leidenschaft. Ein Teil der Einnahmen seiner IT-Firma Hemmersbach fließt in den Schutz von Wildtieren. Die Entscheidung dafür fiel auf einer Fotosafari. Ich war nach vielen Jahren Safari als normaler Tourist in Südafrika, saß abends bei einem Ranger und habe ihn gefragt, was sein größtes Problem ist. Und dann hat er weinend mir erzählt, ein Mann wie ein Baum, dass er Freunde verloren hat, dass die Elefanten und Nashörner abgeschlachtet werden wie die Fliegen. Und dann war für mich in dem Moment klar, ich kann da was dagegen tun, ich kann den Tieren helfen. Mit Hemmersbach im Rücken können wir da einen Unterschied machen. Koswara gründet die Rhino Force, eine paramilitärische Schutztruppe für Wildtiere. Sie ist in Südafrika und Simbabwe aktiv. Als Koswara erfährt, dass 100 Elefanten getötet werden müssen, hat er eine spektakuläre Idee. Die Elefanten sollen umziehen. Eine einzigartige Rettungsaktion beginnt. Sie läuft über mehrere Wochen. Früh morgens geht es los. Aus der Luft wird nach einer geeigneten Herde gesucht. Die Elefanten werden in kleinen Gruppen transportiert, immer eine ganze Herde gemeinsam, damit keine traumatisierten Einzeltiere zurückbleiben. Auch am Boden laufen die Vorbereitungen. Joshua Mostert gehört zu dem Team, das sich um die Gesundheit der Tiere kümmert. Er präpariert die Pfeile, mit denen die Elefanten betäubt werden sollen. Dabei ist Vorsicht geboten, das Mittel ist auch für Menschen gefährlich. Es ist hochgiftig für Menschen, eigentlich für alle Primaten. Das, was hier jetzt drin ist, könnte mehrere Menschen töten. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber es ist sehr stark. Mostert zieht mehr Pfeile auf, als er theoretisch braucht, falls mal ein Schuss daneben geht. Außerdem füllt er die Pfeile mit unterschiedlichen Mengen des Betäubungsmittels, sodass für jedes Tier je nach Größe die richtige Dosis zur Verfügung steht. Der Umgang mit dem Betäubungsmittel ist so gefährlich, dass Mostert immer ein Gegenmittel dabei hat. Einmal hat es ihm bereits das Leben gerettet. Ich wollte das Betäubungsmittel aus einem unbenutzten Pfeil herausnehmen und es in eine kleine Flasche füllen. Aus Sicherheitsgründen und um es später zu entsorgen. Während ich das tat, sprang die Nadel heraus und die Lösung spritzte in mein Gesicht.
Ich habe meine Hände und das Gesicht gewaschen und meiner Frau gesagt, was passiert ist. Sie ist Tierärztin. Dann habe ich weitergemacht. Aber etwa eine Minute später habe ich gefühlt, dass etwas nicht stimmt. Es hat nicht einmal eine Minute gedauert. Plötzlich hatte ich Probleme zu atmen und ich habe nicht mehr richtig gesehen. In dem Moment hatten wir das Gegengift und haben es in meinen Beinmuskel gespritzt. Ich erinnere mich kaum daran, aber meine Frau hat es glücklicherweise auch geschafft, mir das Gegenmittel auch noch intravenös zu spritzen. Es hat länger als einen Tag gedauert, bis ich mich wieder normal gefühlt habe. Dann ist es soweit. Der Helikopter hält die Herde in Schach. Die Elefanten werden aus der Luft betäubt. Es ist ein gefährliches Manöver. Tierärzte und Helfer am Boden müssen möglichst nah bei den Elefanten sein, wenn sie betäubt werden. Dabei besteht die Gefahr, dass einzelne Tiere oder auch die ganze Herde die Helfer angreifen. In dem Moment, wo die Elefanten umfallen, zählt jede Sekunde. Wenn sie unglücklich stürzen und ein Rüssel blockiert wird, können sie ersticken. Dieser Elefant bekommt schwer Luft. Sein Gewicht drückt auf die Lunge. Die Helfer müssen was tun. Dass er die Elefanten nicht töten muss, bedeutet Wilfried Pabst viel. Das ist ein emotioneller Highpoint, den kann ich gar nicht beschreiben. Das geht mir ein bisschen an die Augen, muss ich sagen. Das ist hochemotional, diese Tiere umzusiedeln und zu sehen, wie die am anderen Ende sich vermehren, einen Tierpark wieder neu bevölkern, der von Wilderern entvölkert wurde, ist der Traum aller Naturschützer. Doch zuerst müssen die Schwergewichte auf die Transporter. Es ist ein kritischer Moment. Jeder Handgriff muss sitzen. Die Hitze belastet die Elefanten zusätzlich. Helfer kühlen sie mit Wasser. Die Leitkuh der Herde wird mit einem Sender ausgestattet. So können die Ranger später die Bewegungen der Tiere verfolgen. Kleine Transporter bringen die Elefanten zu einem großen Truck. Dort wartet eine fest installierte Box. Sie steht direkt hinter dem Truck, in dem die Tiere ihre Reise antreten sollen. Von dem Transporter geht es erstmal in die Box. Dort bekommen die Elefanten ein Gegenmittel, damit sie aufwachen. Tierärztin Jack LaGrange muss sich beeilen. Wenn ein Tier aufwacht, während sie in der Box ist, kann es gefährlich werden. Gerade bei kleinen Elefanten ist schwer einzuschätzen, wie lange die Betäubung hält. Ja. Einer war sehr leicht, er hätte eben aufwachen können, aber wir mussten ihm doch etwas geben. Noch etwas unsicher versuchen die grauen Giganten, langsam auf die Füße zu kommen. Draußen wird der große Truck auf den Zentimeter genau an die Box manövriert.
Wenn Box und Truck verbunden sind, werden die Zwischentüren geöffnet. Die Elefanten können alleine in den Truck laufen. Dieser Transport besteht aus einer Gruppe von 9 Tieren. Für sie beginnt eine Reise in eine neue Heimat. Einen Tag später erreicht der Truck sein Ziel. Mit vielen Stunden Verspätung. Es gab technische Probleme. Die Zugmaschine musste getauscht werden. Nach 24 Stunden im Truck schnuppern die Elefanten einen ersten Hauch von Freiheit. Ein bisschen stinkig sind sie schon. In dem provisorischen Gehege sollen sie erstmal zur Ruhe kommen. Unterdessen prüft Pete Clemens das Signal des Senders, der Leitkuh. Der Sender übermittelt die Position des Tieres auf 2 verschiedenen Wegen, über Satellit und Funk. Im Moment bekommen wir über den Satelliten stündlich ein Signal, so wissen wir genau, wo sie ist. Später kommt das Signal nur noch alle 4 Stunden, so schonen wir die Batterie. Wenn sie leer ist, bekommen wir aber immer noch ein Funksignal. Pete Clemens ist der Chef der Rhino Force hier in Rifa. Er und seine Ranger schützen die Tiere vor Wilderern. Wenn wir das Tor jetzt öffnen und zusehen, wie sie in die Freiheit laufen, dann spüre ich meine Verantwortung. Es ist meine moralische Pflicht, auf sie aufzupassen. Zu sehen, wie sie freigelassen werden, macht mich glücklich. Dann kommt der große Moment. Die Elefanten werden freigelassen. Auf sie wartet ein neues Leben in einer neuen Heimat. Die Herausforderung für die Elefanten: Sie müssen im neuen Revier Wasser finden. Einen Tag nach der Freilassung machen sich Pete Clemens und Ralph Koswara auf die Suche nach den Elefanten. Sie wollen wissen, ob es ihnen gut geht. Mit einer Antenne fängt Clemens das Funksignal des Senders auf und folgt ihm. Die Gruppe muss sich den Elefanten leise und gegen den Wind nähern, damit die Tiere sie nicht wittern. Keine leichte Aufgabe, denn der Wind dreht zwischendurch und die Elefanten bewegen sich. 4 Stunden sind sie in sengender Hitze unterwegs. Dann endlich sichten sie die Elefanten. An einem Wasserloch. Es ist ein bewegender Moment für Koswara, die Tiere, die er vor dem Tod bewahrte, in Freiheit zu sehen. Das ist ein traumhafter Dankbarkeit. Und es ist einfach, dass jeder Elefant zählt. Hier in Rifa gibt es viel Platz für die grauen Giganten. Der Tierbestand ist gering. Jäger und Wilderer haben ihn über Jahrzehnte minimiert. In Rifa sieht man, was passiert, wenn nicht nachhaltig gejagt wird. Die kommerzielle Jagd begann hier in den 80er Jahren, sagt Pete Clemens. Als es anfing, wurde ethisch gejagt. Die Leute hielten sich an Regeln. Aber das änderte sich sehr schnell, leider auf beiden Seiten, bei der Nationalparkbehörde und bei den Jägern.
Nicht bei allen, aber bei einzelnen Individuen. Jäger überredeten Behördenmitarbeiter dazu, ihnen mehr Tiere zum Abschuss zu verkaufen. Sie haben viel mehr geschossen, als die Quote erlaubte. Die Schädel getöteter Elefanten erzählen davon. Es war ein lukratives Geschäft. Korrupte Mitarbeiter der Nationalparkbehörde und unethische Jäger verdienten gut daran, während der Tierbestand massiv geplündert wurde. Es kam Jäger nach Jäger nach Jäger. Sie alle bekamen ihre Lizenzen. Es ist eskaliert und wurde zu dem, was wir heute haben. Manche Gegenden sind vollständig leergeschossen. Als Koswara das Gebiet pachtet, will er die Jagd verbieten. Doch er stößt auf Widerstand bei der Nationalparkbehörde. Die verdient an jedem Tier, das sie zum Abschuss freigibt, ganz legal. Die Gelder aus den Jagdlizenzen sind für die Behörde eine wichtige Einnahmequelle. Das heißt, wenn in Rifa nicht gejagt wird, verliert die Behörde Geld. Der Chef der Nationalparkbehörde hat mir ganz klar gesagt, dass wir im Endeffekt hier alles tun können, solange er die gleichen Einnahmen hat, die er hätte, wenn hier jemand das Gebiet bejagt. Die einzige Möglichkeit ist, das zu kompensieren. Das heißt, wir bezahlen Stand heute für Tiere, die wir nicht jagen. Und damit haben wir die Nationalparkbehörde auf unserer Seite. Seit Januar 2018 gilt ein striktes Jagdverbot in Rifa. Die Rhino Force patrouilliert das Gebiet aus der Luft, mit Booten und am Boden. Die Ranger schützen nicht nur Rifa, sondern auch das angrenzende Gebiet. Eine Fläche von rund 10.000 Quadratkilometern. Kosten laut Koswara mehr als 1 Million Euro im Jahr. Als die Rhino Force 2018 die Arbeit aufnahm, stellte sich heraus, dass auch Ranger der Nationalparkbehörde wildern, sagt Koswara. Hintergrund ist die dramatische wirtschaftliche Lage in Simbabwe. Die Ranger hätten über Monate kein Gehalt bekommen, so Koswara. Deren Chefs haben dann gesagt, geht raus, ihr dürft euch euren Anteil holen, jagt euch die Tiere, die ihr braucht, um eure Familien zu ernähren. Was in Ordnung ist in so einer existenziellen Situation. Die Nationalpark-Ranger haben natürlich sich dann daran gewöhnt, haben gemerkt, dass sie vielleicht auch mal was verkaufen können. Und wie wir gekommen sind, war die Nationalparkbehörde sozusagen der größte Wilderer. Wie groß ist die Gefahr, dass einzelne Ranger oder der Staat als solcher den Tierbestand plündern? Je schwieriger die wirtschaftliche Lage, je ausgeprägter die Korruption, umso größer ist das Risiko. Vor allem deshalb lehnt der WWF die Trophäenjagd eher ab. Für manche Länder ist es sehr verlockend, ihre eigenen Ressourcen zu plündern. Vor allem dann, wenn die Rechtsstaatlichkeit schwach ist oder auch die Führung. Das ist unserer Erfahrung nach der häufigste Grund, warum die Trophäenjagd scheitert und sich nicht mit unseren Kriterien vereinbaren lässt. Die Möglichkeiten des Missbrauchs der Jagd gehören zu den Gründen, warum Koswara sie in Rifa ganz abgeschafft hat. Doch er geht noch einen Schritt weiter. Er versucht auch, seine Nachbarn davon zu überzeugen, so wie Karl van der Riet. 30 Jahre lang betrieb er eine Jagdlodge, er arbeitete als Jagdleiter. Das heißt, er betreute Großwildjäger. Van der Riet sorgte für ihre Sicherheit, führte sie zum Abschuss. Er kennt die dunklen Seiten des Geschäfts, weiß, wie viel Druck sowohl die Besitzer eines Wildgebietes als auch die Nationalparkbehörde ausüben können. Denn beide Seiten verdienen an jeder Trophäe.
Manchmal wird eine Jagdkonzession nicht korrekt genutzt, wenn man einen Besitzer hat, der versucht, so viel Geld wie möglich durch die Jagd zu verdienen. Der übt dann Druck aus, so wie es manchmal auch die Nationalparkbehörde tut. Sie üben Druck aus auf den Jagdleiter, damit er liefert. In so einer Situation kommt es häufig zu unethischem Handeln. Dann schießen sie auch die großen Raubkatzen im Löwenrudel. Auch Trophäenjäger üben Druck aus. Wer Zehntausende Euro zahlt, fährt nicht ohne Trophäe nach Hause. Ob in solch einer Situation ethisch und nachhaltig gejagt wird, hängt dann an der Standhaftigkeit des Jagdleiters. Van der Riet hat die Waffe abgelegt. Er hat seine Jagdlodge auf Fototourismus umgestellt. Leicht ist es nicht, denn Jäger zahlen erheblich mehr als Fototouristen. In einem kleinen Gebiet wie unserem brauchen wir anstelle von 5 bis 10 Jagdgruppen im Jahr 5 bis 10 Touristen am Tag, um dasselbe Einkommen zu haben. Wir müssen viel mehr anbieten. Der finanzielle Druck ist groß, wenn man umstellt von jagenden auf nicht jagende Kunden. Fotos statt Trophäen schießen? Kann das Modell hier im krisengeschüttelten Simbabwe funktionieren? Koswara ist davon überzeugt, dass es langfristig der richtige Weg ist. Fototourismus beschäftigt mehr Menschen lokal, als es Jagdtourismus tut. Und es ist sicherlich nachhaltiger. Ich sage nicht, dass es nicht Jagdkonzepte gibt, die nachhaltig betrieben werden. Es ist aber immer die Schwierigkeit, es zu überwachen, insbesondere in Afrika. Ich glaube daran, dass Fototourismus der bessere Weg in die Zukunft ist für alle Beteiligten. Seit Koswara die Jagd in Rifa gestoppt hat und seine Ranger die Tiere vor Wilderern schützen, erholen sich die Bestände. Die Elefanten, die aus Sango kamen, mischen sich inzwischen mit den lokalen Elefanten hier in Rifa. Dass sie sich so stark vermehren, dass sie ihren eigenen Lebensraum zerstören, muss Koswara nicht so bald befürchten. Denn im Gegensatz zu Sango hat Rifa einen klaren Vorteil. Wir haben Riesenglück, dass es hier keinerlei Zäune gibt. Die Tiere können über hunderte Kilometer frei laufen bis nach Mosambik. Deswegen, wenn es zu eng wird, dann werden die Tiere weitergehen. Und damit werden wir nicht in die Situation kommen, dass wir den Tierbestand in irgendeiner Form managen müssen, weil es sich selbst regulieren wird. Rifa hat noch einen Vorteil. In dem 800 Quadratkilometer großen Gebiet gibt es nur wenige Menschen. Und doch zeichnen sich die ersten Konflikte ab. Außerhalb von Rifa an der Grenze zu Sambia liegt der Ort Chirundu. Hier leben auf simbabwischer Seite etwa 4000 Menschen, neben und mit den Wildtieren. Angezogen durch Essensreste und Wasserquellen kommen nicht nur Affen, sondern auch die grauen Giganten. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen zwischen Mensch und Tier, die im Einzelfall auch tödlich enden. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die Elefanten fressen Plastikmüll, einzelne Tiere sind bereits verendet, der Magen voller Plastik. Koswara hat deshalb ein Projekt ins Leben gerufen, die sogenannten Marara Ladies. 12 Frauen, die in Chirundu den Müll von den Straßen sammeln. Jeder Sack, den sie mit Müll füllen, hat einen Gegenwert von 25 Cent. Dafür erhalten sie dann über die Rhino Force Lebensmittel und Hygieneprodukte. Am Ende des Monats zählen wir die Säcke und kaufen ihnen dafür Lebensmittel und so etwas. Zum Beispiel Maisbrei, Erdnussbutter, Waschmittel, Speiseöl, Zucker, Nudeln, Salz, Bohnen oder auch Lotion. Es gibt vieles. Bevor das Projekt begann, waren die Frauen arbeitslos. Viele von ihnen sind alleinerziehend.
Jetzt können sie nicht nur sich selbst und ihre Kinder ernähren, sondern auch noch hilfsbedürftigen Verwandten helfen, sagen sie. Jede von uns 12 hat jetzt genug zu essen. Vorher ging es uns nicht gut. Ich denke, dieses Projekt ist sehr gut für uns alle, für unsere Gesellschaft, für unsere Familien. Schon beim Sammeln trennen die Frauen den Müll. Der einfache Hausmüll wird später zu einer Müllhalde gefahren. Alles, was recycelt werden kann, kommt zu einer Sammelstelle. Es sind vor allem Plastik- und Glasflaschen. Die Berge geben eine Idee davon, was die Frauen leisten und wie der Ort ohne ihren Einsatz aussähe. Von dem Müllprojekt profitieren Menschen und Elefanten. Doch langfristig wird sich der Konflikt zwischen Mensch und Tier hier verschärfen. Denn die Zahl der Elefanten wird steigen, genau wie die der Menschen. Der Lebensraum wird für beide enger, nicht nur in Simbabwe. Weil die Bevölkerungszahlen in Afrika explodieren, wächst der Druck auf die Wildgebiete. Der Kampf um die Ressourcen hat längst begonnen. Wie können Menschen und Wildtiere nebeneinander existieren, wenn der Raum immer enger wird? Wilfried Pabst und Ralf Koswara stecken jedes Jahr hohe Summen in den Schutz und Betrieb ihrer Wildgebiete. Ob mit oder ohne Trophäenjagd, unterm Strich schreiben beide rote Zahlen. Sie tun es, weil ihnen das wilde Afrika am Herzen liegt. Wer aber schützt die Tiere dort, wo es keinen reichen Spender gibt? Koswara und Pabst sind überzeugt, es gibt nur einen Weg. Langfristig ist der einzige Weg durch die Menschen, die hier leben, durch die Communities. Die brauchen einen Nutzen von den Tieren. Warum soll ich etwas beschützen, wo ich keinen Bezug dazu habe und wo ich auch keinen Nutzen davon habe? Nutzen kann bedeuten Arbeitsplatz, Nahrung, Zukunftsperspektive. Aber das muss geschaffen werden, sonst ist es unmöglich, dieses Thema zu lösen. Wenn unsere wilden Tiere keinen Wert für die lokale Bevölkerung haben, werden sie die auch nicht schützen. Stell dir vor, die Wilderer kommen natürlich durch die Dörfer. Wenn der Wert dieser Tiere aber in den Dörfern schon manifestiert ist und denen das klar ist, werden die Wilderer dort kein Zuhause finden. Das heißt, der Wert der Tiere ist elementar im Überleben des Naturschutzes. Die Einnahmen aus dem Fototourismus schaffen solche Werte. Doch nicht jedes Gebiet eignet sich dafür. Auch wenn Bilder wie diese regelmäßig für Empörung und Hasskommentare sorgen, die Trophäenjagd kann ein effektives Mittel für den Tierschutz sein. Doch die Risiken des Missbrauchs sind groß. Am Ende bleibt die Frage, welchen Wert haben Elefanten, Nashörner, Löwen für die Menschen? Nicht nur ideell. Eines scheint sicher: Nur wenn sich die Tiere für den Menschen rentieren, haben sie langfristig eine Chance zu überleben.